Um das Moseltal ranken sich viele Legenden. Eine davon spielt hier in Brauneberg. Genauer gesagt, in einem Weinberg wie diesem hier. In der Legende hat ein Gutsknecht einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, um sich vor der Nachtwache am Weinberg zu drücken. Als Lohn bekam der Teufel einen Korb voller Weintrauben. Das Weingut gibt's auch heute noch. Es gehört, damals wie heute, zum Kloster Vilsen, einem ehemaligen Franziskanerinnenkloster. Josef Thomas ist der Besitzer des Weinguts, für das der Teufel Wache gehalten haben soll. Über das Kloster und die Weinberge weiß er einiges zu erzählen. Das Kloster ist gegründet worden im Jahr 1455, damals von 8 Ordensschwestern und 2 Novizinnen. Und in diesem Gründungsjahr stand nur ein einziges Gebäude, dieser Andreastor. Übrigens das älteste Gebäude im Kreis Bernkastel, stammt schon aus dem 11. Jahrhundert. An diesem Turm hatten sich diese Ordensschwestern eine kleine Klause gebaut mit einer kleinen Kapelle und lebten unter sehr ärmlichen Verhältnissen. Das Ganze dümpelte so dahin, bis das etwa im Jahre 1690 das Kloster an der Ordensschwesterzahl sehr schnell anstieg. Und 1710 hat man sich entschlossen, ein neues Kloster, eine neue Kirche und sämtliche Nebengebäude zu bauen. 1710 haben sie angefangen und 1721 waren sie fertig. Napoleon hat das Ganze säkularisiert und hat dann das Kloster 1802 aufgelöst. Napoleon war selbst bei Auflösung des Klosters hier vor Ort und einer seiner damaligen Ärzte mit einem Schneider ist hier verblieben. Die Klosterkirche wurde zu einer Pfarrkirche. Wegen ihrer Kunstwerke wäre es selbst Napoleon schwer gefallen, sie abreißen zu lassen. In der Kirche selbst ist der Hauptaltar noch original erhalten, mit einem Bild des italienischen Barockmalers Caspers, das er etwa 1750 gemalt hat. Mit dem Bild dieses italienischen Barockmalers befindet sich ein Bild, wo die Stigmatation des heiligen Franziskus zeigt. Dieses Bild gibt es noch einmal auf der Welt, und zwar in Florenz in einer Kirche. Und dieses Bild hat dann eine Ordensschwester nachgemalt. Und die Skizze selbst, vermutet man, hat dieser italienische Barockmaler mitgebracht. Und diese hochbegabte Ordensschwester hat also das Bild super, super nachgemalt, sodass ein Geschichtsprofessor zu mir gesagt hat, er hatte diese Szene aus der Bibel noch niemals so klar und deutlich gesehen wie auf diesem Gemälde. Das Leben der Nonnen hat sich größtenteils in und um die Kirche abgespielt. Und in Brauneberg werden sie selbst im Tod nicht von ihr getrennt. Also es waren hier in unserem Kloster waren einige italienische Adelstöchter untergebracht. Und diese italienischen Adelstöchter haben also bewirkt, dass unsere Ordensschwestern nicht, wie es normalerweise hier bei uns so Brauch war, auf einem Friedhof beigesetzt wurden, sondern sie wurden alle nach italienischem Mythos in einer Felsgruft in die Wand eingemauert. Und somit haben wir die einzigste Beerdigungskrypta, die es nördlich der Alpen in einem Kloster gibt. Ist quasi in eine Felswand, hat man mit Hammer und Meißel eine Grabkammer hineingetrieben. Und die Ordensschwestern wurden dann in Tücher gewickelt mit Sarg in diese Grabkammer hineingeschoben. Das Ganze wurde nur zugemauert und man hat dann ein Kreuz drauf gemalt mit dem Sterbejahr. Und alle anderen Daten der Damen wurden nur zu Papier gebracht. Im Zweiten Weltkrieg diente die Krypta noch einem ganz anderen Zweck. Ende des Zweiten Weltkrieges sollten hier am Ort vom Alter her noch Kinder an die Front geschickt werden. Die hat mich ja nicht mehr losgeschickt, hat 11 Kinder 13 Tage lang dort dieser Krypta versteckt. Während dieser 13 Tage wurden sie dann auch vom Priester verpflegt. Bis in unserem Ort hier war Kriegsende auf St. Josef, 19. März 1945, hat man die Kinder wieder rausgelassen. Über das Privatleben der Nonnen ist nicht viel bekannt. Ihr Wirken war für Brauneberg sprichwörtlich noch lange sichtbar. Was auch noch ein bisschen kurios ist, ja, es war ein altes Frauenkloster, viele, viele Jahre unter sehr, sehr strenger Führung. Eine Schwester Oberin mit dem Namen Rapp muss also sehr männerfeindlich gewesen sein. Im Landesarchiv Koblenz kann man es danach lesen, weil es steht wirklich drin vermerkt, selbst der Hahn auf der Kirchturmspitze hat diese Dame gestört und ließ den Hahn durch eine Henne ersetzen. Diesen Zustand hatten wir bis zum Jahr 1921. Jetzt 1921 hat unsere Kirche wieder einen Hahn bekommen. Bis dato war eine Henne obendrauf. Wollte eine Frau damals ins Kloster, musste sie ihre Mitgift mitbringen. Oft waren das Parzellen in Weinbergen. In der Legende soll ein Knecht in den Weinbergen des Klosters Wache halten. Wurden Klosterweinberge denn früher bewacht? Ich könnte mir vorstellen, dass damals auch dann Wachen aufgestellt wurden, die dann die Trauben bewacht haben. Das Kloster war auch sehr, sehr reich. So etwa 1750 sprach man davon, dass man hier in der Mosel eine gut gestellte Familie in einem guten Weinjahr etwa 1000 Liter Wein erntete. Das Kloster hatte jedes Jahr Erntemenge laut den Niederschriften 60 bis 70.000 Liter. Und alle steilen Weinberge, die man heute quasi in Brauneberg sieht, gehörten damals dem Kloster. Und was hat der Teufel mit den Trauben gemacht? Ich glaube, er hat sie zu Wein gemacht. Auch ein Teufel trinkt mal kein Gläschen Wein.